Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, Leute. Wir sind hier in Querétaro und zwar sind wir vor dem Mercado La Cruz. Ja, der Mercado La Cruz ist so eine fette, fette, riesige Halle. Da gibt es Kleidung, da gibt es Essen, da sind Metzger, da sind Fruchtläden, Frutarias, da ist alles Mögliche drin. Und ja, da gehen die Mexikaner ihr Fleisch einkaufen, sie gehen auch dann gleich was essen, da könnt ihr Kleidung einkaufen, ist so eine fette Halle, im Endeffekt ein bisschen so wie das Dow Center in Berlin, ja, nur noch ein bisschen mehr crazier. Und das möchte ich euch heute mal zeigen, wir machen vielleicht eine Foodtour daraus und ja, ihr könnt mich dabei unterstützen und mir folgen und ich möchte euch noch mal ganz kurz was zeigen, bevor wir reingehen. Die Mexikaner lieben einfach sowas in Deutschland, Germany Volkswagen, das ist so krass, deswegen habe ich mir heute mal passend mein Deutschland-Trikot angezogen und ich würde sagen, kommt mit auf unsere Foodtour. Let's go, Leute! Ja, so schaut der Parkplatz hier aus. Ihr könnt auch hier eure Autos waschen lassen. Sehr, 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 sehr interessant. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen mal rein. Auch draußen hier, wie ihr sehen könnt, Verkäufer und alles Mögliche hier. Ist wirklich sehr, sehr interessant. Was ich halt das Schöne finde in den Mercados, ist ein bisschen so auch wie bei uns, wie man sich vorstellen kann, das Dolls Wow Center. Also ihr könnt essen, ihr könnt Spielwaren kaufen, Haushaltswaren, alles Mögliche. Das ist, ich finde das immer so, so interessant. Ich hoffe, wir haben kein Problem mit Copyright. Auch DVDs sind hier zu kaufen. Alles Mögliche. Ja, das ist so heftig. Und hier könnt ihr das Auto waschen lassen. Ihr müsst halt ein bisschen aufpassen mit Copyright. Wir schauen mal hier rein. Die Musik ist wirklich sehr, sehr laut. Heute haben wir unter der Woche, das heißt unter der Woche ist nicht so viel los. Micha, und die Leute lieben die Kamera. Ja, yeah, die Leute lieben die Kamera. What's up, how you doing? Buenas tardes, buenas tardes. Das ist das Coole. Das ist das Geile, die Leute lieben die Kamera, so die Mexikaner. Ich feiere das, ja. Und ihr seht, jetzt ist gerade wirklich noch nicht so viel los. Hier sind so Gänge, ja. Das meiste ist halt wirklich Samstag, Sonntag, ja, wo hier richtig viel los auch ist. Jetzt geht's gerade so. Also ihr seht, von frischem Obst angefangen. Ja, alles Mögliche. Tja, Gorditas. Und wir schauen mal, wo meine Frau auch schon ist. Ja, die hat nämlich schon richtig, richtig Hunger gehabt. Ich halte das Handy jetzt mal so, dann sieht man auch mal ein bisschen. Dann könnt ihr mal so sehen, was es hier alles so zu verkaufen gibt. Also durch die Gänge machen wir uns noch. Ihr könnt sehen hier Schuhe. Ist auch immer richtig viel, viel, viel Musik. Ich hoffe mal, dass wir wirklich kein Problem mit unserem Copyright bekommen. Das ist krass, auch Kleidung. Also wie Dolls Wow Center, aber halt mit mehr Essen und so. Hier ist auch ein Eingang, wo Fisch und sowas ankommt, wo das Fleisch alles ankommt. Hier habt ihr eine Kapelle hier. Ja, sehr, 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 sehr interessant. Hier auch noch für Weihnachten. Die Mexikaner sind natürlich sehr, 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 sehr gläubig. Ja? Ihr sehen könnt Jesus und so weiter. Und ja, ihr seht, ein paar Leute sind am Ausrasten. Und ja, hier schon mal rein, was es hier alles gibt. Ja, ihr könnt sehen, ja, alles Mögliche. Ne? Von angefangen, hier bis Fleisch, auch im Hintergrund. Ja? Fleisch, frische Sachen, Obst, richtig, richtig viele Sachen. Ich laufe hier mit meinem Deutschland-Trikot gerade rum. Und genau, ich würde mal sagen, wir essen erstmal was. Und dann machen wir uns ein bisschen auf die Richtung. Ja, was es hier halt alles gibt, okay? Genau, das ist ein bisschen so hier Dolls Wow Center Style mit diesen ganzen Blumen und so weiter hier. Sehr, 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 sehr interessant, ja? Genau, gehen wir mal durch hier. Das ist hier mit den Blumen, so Plastikblumen und so weiter. Dolls Wow Center Style, ja? Gehen wir ein bisschen weiter. Ihr seht, viele Leute mögen auch die Kamera, aber der Typ hier gerade, sind natürlich auch ein paar Obdachlose hier, feiern es nicht so ganz, aber Querétaro ist eine ziemlich sichere, sichere Stadt. So, ich habe da keine Angst, ich habe da keinen Respekt, weil ich weiß ganz genau, was man machen kann und was man nicht machen kann. So, ja, so, bei den Mexikanern halt und ja, das sollte auf jeden Fall kein Stress sein. Und wir sind angekommen, Leute. Ja, Leute, und da ist schon mal jetzt der erste Stopp hier, wo wir was essen werden. Das schaut schon allein, das schaut so heftig aus, wie das hier alles zubereitet wird, diese kleinen Stores und so weiter. Ist krass. Und zwar essen wir hier
jetzt Gorditas heißt das Ganze. Avocados kann man halt wirklich geil essen. Ich weiß, manchmal für viele Leute schaut es nicht so appetitlich aus. Ja, wenn ihr jetzt neben einer Fleischerei was esst und dann noch gleich neben Kleidungsstore. So, aber hier gibt es wirklich nichts. Makaro ist wirklich eins der besten Essen. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt mal das Ganze, wie das hier zubereitet wird. Ja. Diese Gänge sind wirklich sowas von klein. Und gerade ist hier auch nicht viel los. Deswegen bin ich jetzt in der Früh hier. Ne? Und genau, hier wird das alles frisch zubereitet. Hier Gorditas heißt das Ganze. Das ist heftig, ja. Buenos dias, Senor. Buenos dias. Wow, jetzt. Schau, ich freue mich, die Mexikaner sind. Das ist krass. Ja. Hier wird es zubereitet. Ihr müsst mal überlegen, wie klein das Ganze ist. Ja. Ihr müsst überlegen, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 5 Personen auf so einem kleinen Quadratmeter drin. Und genau, die bereiten hier die Gorditas vor. Das wird alles frittiert. Die Gorditas, wie ihr sehen könnt. Und immer mit Musik in Mexiko, immer mit Musik. Und an der anderen Seite, wie ihr hier hinten sehen könnt, da könnt ihr das Ganze bestellen und euch dann auch hinsetzen. Ja? Und ich bestelle mir jetzt auch mal eins, um das einfach mal so mit euch zu testen, wie das Ganze ist. Und genau, da nehmen wir jetzt auch eine Polaria dran, auch eine Chicken-Metzgerei. Ja Leute, das ist das Gordita hier. Das Ganze ist auch mit Schweinefleisch. Also wie ihr das hier sehen könnt, ist es frittiert mit Salat drin und drin ist Schweinefleisch. Und ja, normalerweise esse ich nicht so gern Schweinefleisch, aber wir probieren jetzt mal das erste, ja, Brötchen, ja. Ein bisschen, genau, Salsa-Soße hier rein, ja, damit es besser schmeckt. Lass uns gleich mal den ersten Test hier machen von unserem ersten Essen hier auf unserer Makaro-Tour. Soll ja auch um Essen gehen, aber natürlich auch um die Menschen und alles Mögliche, was es hier zu sehen gibt, ja. Wow. In Deutschland esse ich eigentlich nicht so oft Schweinefleisch, aber das schmeckt, also es ist absolut nicht fettig, das Schweinefleisch. Mit dem Salat, der ist ja auch nicht frittiert oder so, macht das Ganze ziemlich fresh. Was es hier so besonders macht, sind diese frittierten Brötchen. Deswegen sind ja auch so viele Menschen da und essen diese Gorditas. Also ich könnte davon locker so, wie könnte ich essen, locker 3-4 essen. Aber ich esse mal eins, weil wir noch weitere Sachen hier im Makaro testen wollen. Hier könnt ihr sehen, wie viele die hier verkaufen. Auf so einem kleinen Platz einfach mal. Wie ihr auch sehen könnt, was ich sehr interessant in diesem Land finde. Genau, hier könntest du mal von der Seite sehen. Und hier vorne sind einfach mal die Preise drauf. Ja, weil viele Leute essen hier mehr und da könnt ihr schon sehen. Tja, eins kostet 20, also eins kostet ungefähr so 1 Euro. Ja? Und dann 2,40, 3,60 und ja. Ihr seht, manche Leute bestellen da 100 Stück davon, das heißt 100, 2000 Pesos. War richtig lecker gewesen, was ich halt so feiere hier in Mexiko. Ja, die euch hier einfach hinsetzt, wenn ihr mal im Hintergrund schaut, so mit allen Leuten zusammen und diese Makaros hier, weil auch das Essen so gut ist, ist auch wieder ein Treffenspunkt von allen Schichten so. Ne? Also wenn jetzt hier auch ein Businessman herkommt, der geht hier auch ganz normal essen, wie auch ja, alle möglichen so. Und deswegen feiere ich Makaros und Streetfood in Mexiko, weil halt alle Schichten hier was essen, wie ihr jetzt hier hinten sehen könnt. Señor. Alemania. Sí, Alemania. Ah, okay. ¿Cuántos años es Thor? 72. 70? 72. Wow. Schau mal, den Laden gibt es hier seit 72. It's familiar business. Since, ja. Oh. Was, muy rico. Gracias. Muy rico, cortitas. Sí, sí, sí. Gracias. Muy rico. Muchas gracias, señor. Yeah. Okay, Leute, dann lassen wir mal weiter schauen. Also, sehr freundliche Leute. Und hier ist mal so viel los. Hier ist ja wirklich das Leben in Mexiko zu diesen Makaros. Ja, wir schauen noch mal, dass wir noch weitere Sachen auch zum Essen kaufen. Aber nicht nur Essen, sondern vielleicht auch andere Sachen. Wie ihr sehen könnt, hier gibt es auch mexikanische Fußballtrikots. Ja. Spielmaschinen. Heftig. Wirklich sehr heftig. Was ist das? Auch hier Huggy Wuggies, Sonic für Kinder und sowas. Ist sehr cool, ja. Und auch preisgünstig halt hier alles, ne? Alles mögliche Schmuck. Und ich würde mal sagen, wir gehen erstmal wieder in die Food Section, um nochmal ein bisschen was zu snacken, ja, wenn ihr Bock habt. Das ist jetzt so der Bereich, der mir nicht so ganz gut gefällt, weil ich kann es nicht anschauen so, ne? Wenn wir jetzt Metzgereien sind und dann man sieht da noch das Blut oder so von den Tieren, die werden auch teilweise hier ja, zubereitet. Das ist schon heftig. Das hat Mexiko, ja. Und dann könnt ihr das Fleisch dann gleich im Taco-Store zwei Stores weiter essen, so, ja. Ich finde, das ist sehr hart, das anzuschauen. Aber so ist halt das Leben hier.
So ist das Leben hier, Leute. Sehr sekularisiert, wie viel Betriebe es hier gibt von Fleischerei. Und das auch hier frische Sachen her, das ist krass. Ich meine, diese ganzen Chilis und so. Wow. Eier, ja. Ja. Oh. Also sehr interessant. Und auch, das ist krass, das soll ich gar nicht sehen, von Fleischerei. Neben, ihr hört es im Hintergrund, es ist so heftig. Nehmen dann auf einmal hier so eine Frutteria, wo es frisches Obst gibt. Ja, so gleich nebeneinander. Das ist heftig. Ja. Und hier zum Beispiel riecht es dann wieder so richtig schön frisch nach Obst, frisch gedacht und so, ja. Hier Süßigkeiten, alles Mögliche. Was man auch sagen muss, beim Obst natürlich gibt es immer halt das hier, wie cool es gemacht ist. Boah. Heilige Drei Könige, die Mexikaner, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, sind natürlich sehr gläubig. Und das Obst hier ist sowas von frisch. Es ist unglaublich. Natürlich die Mangos, wir probieren auch gleich nochmal den Mango. Die mexikanische Mango, im Vergleich zu die wir jetzt aus dem Supermarkt kennen, die ist so orange, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Ne? Das ist die orange Mango auch hier aus Mexiko und die ist sowas von lecker. Ich würde mal sagen, ich habe hier einen Kumpel, zu dem, da probieren wir jetzt gleich mal die Mango. Genau, ist auch mal wieder ein Store hier und von meiner Frau, die Mutter, die kauft jetzt hier einfach mal frisch Zutaten ein. Ja, das ist krass. Also das, sowas feiere ich halt auch so. Gebt euch mal diese Packung Chips hier. Das ist so heftig. Ja, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Könnt ihr einfach mal ein Kilo frische Chips kaufen, ja? Und nicht hier Walmart und sonst irgendwas, ja? So richtig, richtig oldschool. Das ist Pollería, sieh? Boah, wow, gibt euch mal. Einfach mal hier, wie diese Hühnchen hier frisch zubereitet werden in so einem kleinen Platz hier. Mucho gusto. Mucho gusto. Boah, wow, sehr, sehr geil. Und dann von der einen Store bis zum anderen Store, ja? Sehr, 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 sehr cool. Genau, hier gibt es so viele Sachen zu sehen hier von Metzgereien. Das ist Mexiko, Leute, ja? Das richtige Mexiko und nicht irgendwo Cancun hier, ja? Das ist richtig krass. Ich bin jetzt noch am Suchen zum Store, wo ich kenne da einen und ich glaube, es war hier gewesen, ne? Oder hier, wir schauen mal weiter. Das ist krass, ja, wirklich für mich. Das ist so ein Labyrinth hier, ich könnte euch das nicht vorstellen. Das ist wirklich ein sehr großes Labyrinth. Und mal war das hier gewesen? Ne? Schauen wir mal ein bisschen weiter. Da probieren wir gleich mal den Mango aus. Da haben wir nämlich auch letztes Jahr schon. Wer ist schon der Baller? Oh, buenas tardes, señor. Du bist das? Ja, muy bien, gracias, señor. Ja, take it time. Da seht ihr es auch hier, da war ich schon letztes Jahr. Ja, gib euch mal. Letztes Jahr, und ihr könnt sich noch erinnern. Buenas tardes, señor. One year later and I'm back here. Yeah, how are you doing? ¿Cómo estás? Excelente. Perfecto. Muy bien. Te sigo en Instagram. Ah, ¿en Instagram? Aquí y allá. Sí, todo mundo. Muy bien, ¿eh? Exacto, folgt mir auf Instagram. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs. Señor, ¿quiere un café o una mango? Pero están verdes, no lo puedes comer todavía. Ah, okay, Yes. Er sagt gerade, okay, die sind noch nicht so in Mexiko, wenn ihr die Mangos isst, die müssen richtig, richtig durch sein. Ja, die müssen richtig durch sein. Ah, señor. No problema. Can you come with it? Seguro? Seguro? Ja, seguro. Seguro, seguro. Okay. Die müssen wirklich ziemlich weich sein, die Mangos in Mexiko. Also nicht so ganz, aber ich habe mir jetzt einfach mal gesagt, komm, egal wie gut wir es war, ich will es für euch halt mal testen, so, um euch zu zeigen, wie das Ganze schmeckt. Ja? Ihr seht, take your time, ja? Sehr, 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 sehr interessant. Ich lieb's, Leute. Ja? Genau, und er ist auch mal so freundlich, er schneidet uns die Mango auf und er meinte schon, okay, der seht jetzt, die ist noch nicht so ganz fresh, aber die ist so lecker, also die orangene Mango. Nicht wie bei uns in Deutschland, die ihr kennt, die ist ja so grün rötlich, aber die Mango ist, oh, gib euch mal, wow. So fresh. In Alemania es solo verde, rojo y mango. Muy diferente mango. Ataulfo, Manila o petacón. Petacón, ya. Petacón. El rojo petacón. El rojo petacón. Ya es muy diferente en Alemania el mango. Claro, sí, claro, sí. Evidentemente. Oh, está bien. Yeah, I'm gonna try. Excelente. Ah, sí, sí, sí. Ich probiere die gleich mal aus. Da könnt ihr sehen, wie die schmeckt. Wow. So lecker. Er sagt, die ist noch nicht ready. Aber mir persönlich schmeckt es
wenn es ein bisschen sauer ist. Kennt ihr bei Früchten, die noch nicht so ganz reif sind? For me it's normal, because in Supermercato in Alemania it's like export, Colombia, it's so it's similar. It's also bananas is verde in Alemania. Wow. So good. Wirklich, die ist so fresh. Wow. Die ist so geil, wirklich. Oh mein Gott. So gut. Sollen wir ein Foto machen? Muchas gracias. Okay, Leute, wir schauen mal weiter. Das ist auf jeden Fall geil. Wir bezahlen ihn natürlich noch. Schon mal hat sich erinnert? Muchas gracias, señor. Wir sehen uns. Adios, adios. Ja, Leute, und das ist jetzt hier die Sektion, wo ihr zum Beispiel auch Parfüms kaufen könnt. Das ist krass, ja. Ist ein bisschen Dolce Wow Center Berlin. Und natürlich auch Kleidung und sowas, ja. Und da geht es dann raus in die Sonne. Ah, wunderschön, das ist auch ein Parkplatz hier. Genau, und da geht es wieder rein in den Trouble, wo alles ist. Und wir gehen jetzt aber mal, wie ich euch schon gesagt habe, nochmal Tacos essen. Ja, die Kleidung ist ein bisschen so extravagant, aber auch was für einen kleinen Geldbeutel, ne? Muss man sagen. Natürlich was für einen kleinen Geldbeutel. Hier sind noch Stores offen, die noch zu haben sind. Ja, schaut mal, auch noch mit Weihnachtsbeleuchtung und so hier. Genau, hier habt ihr den Parfümstore. Von der Kleidung, das finde ich jetzt nicht so geil, weil ihr habt einfach mal hier die Metzgerei, ja? Und dann geht es hier zu den Kleidung. Also ihr müsst die Kleidung auf jeden Fall waschen, sonst riecht sie nämlich, ja? Kann man sagen. Und hier seht ihr auch BTS und so ein Zeug. Ist auch voll hier im Trend. Und genau, und hier geht es dann wieder weiter zum Food-Tour. Gebt euch mal. Und am Samstag geht es hier richtig ab. Samstag, Sonntag ist hier am meisten los. Und ihr seht zum Beispiel heute ist Montag. Das heißt, die hatten so ein krasses Wochenende, weil so viel los war, sind die ganzen Stores hier zuzumessen. Ja, weil natürlich Montag ein bisschen weniger los. In Mexiko ist auch so, was ich auch geil finde. Heute machen wir mal zu, morgen machen wir auf. Wenn vielleicht gutes Geld da ist im kompletten Januar, ja, so sagt man sich, okay, man hier hat man zwei Tage Urlaub. So. Das ist halt ist dieser Latin Lifestyle. So, ne? Das ist auch eine geile Bäckerei hier. Buenos Aires, hier. Und ja, wir sind aber jetzt mal hier für die Tacos. Sind wir ja da. Was ist alles? Ja, die Leute sind so freundlich, es ist immer so geil in Mexiko, wie freundlich die Leute sind. Und wir gehen dann zu einem Store, da war ich auch mal jeden Tag dort Tacos essen, das ist immer so freundlich. Ja, Leute. Und hier gehe ich immer, eigentlich schon immer, ziemlich oft hier essen. Ist auch laute Musik hier. Mal schauen, ob er mich noch erkennt, Leute. Oh, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Ihr seht, ihr kennt mich noch. Und genau, hier ist aber richtig laute Musik hier. Und hier gibt es richtig lecker Tacos. Hier habe ich so oft Tacos gegessen. Seine Spezialität hier sind die Pommes obendrauf auf den Tacos. Ja? Also, Cecina para Alemania. Para Alemania, sí, sí. Er hat nämlich hier, genau, das ist Cecina, Beef. Und dann hat er noch die Wurst hier oben, Chorizo Verde und Rojo. Und es ist so geil mit den, wie heißt das, mit den Pommes obendrauf. Das zeige ich euch gleich mal, ja. Und natürlich darf die Cola nicht fehlen hier in Mexiko. Und genau, und der bereitet es hier so zu. Auch schon seit 1986. Überlegt ihr euch das mal. 1986. Ja, sie. 1986, ist wirklich krass, ja. Carne o porco? Carne de puerco. Ah, porco. Porco, okay. Ja, Leute, das ist hier auch Schweinefleisch, wie eigentlich fast alles in Mexiko. Ist auch geil, wie so ausschaut, ja. Also ich würde mal sagen, wir probieren sie mal hier. Esse ich auch immer sehr gerne hier beim Senior. Natürlich auch mit unserer Salsa-Soße oben drauf, ja. Die beide Salsas drauf, macht diesen ein bisschen schärfer hier. Und bei ihm, ihr seht ja, wir haben es auch schon in Mexico City gelernt, jeder Taco-Store hat so seine eigene Art, so seinen eigenen Style, Tacos zu machen. Und bei diesem Senior hier sind es diese Potatoes, also die Pommes, aber die sind komplett anders zubereitet, ne, bei ihm, wie jetzt in Mexico City. Boah, schmeckt auch richtig diesen Kartoffelgeschmack raus, ja. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr gut. Eigener Geschmack, wie alle Tacos hier. Ich finde es lecker, weil man mit diesen Pommes, man hat diesen Potato-Geschmack drauf, ne? Das machen die sehr, sehr lecker. Boah.
Ihr müsst mal nach Mexiko, jeder Taco ist einzigartig, Leute. Ich weiß noch nicht, wie man das beschreiben kann, ja? Cheers. Das war schon lecker. Bei den Senior hier, er macht das sowas so mit Liebe mit seinen zwei Töchtern und ich bin immer so gerne hier. Das Fleisch war auch wirklich sehr, 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 sehr gut. Wir probieren dann natürlich noch andere Sachen auch aus. Wie ihr jetzt hier schon im Hintergrund sehen könnt, sind wir jetzt hier bei der Fischsektion angekommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sie riecht. Moin, 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 fast hier am Hamburger Fischmarkt, Leute. Also wirklich fast hier am Hamburger Fischmarkt. Fisch ist nicht so meins. Und wir probieren jetzt nochmal zum Ende nochmal einen lecker Saft aus, wo wir auch vorhin schon waren. Und dann war es das hier von der Food Tour gewesen. Wir kommen nochmal her und probieren natürlich noch weitere Sachen aus. Sehr, 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 sehr interessant, Leute. Sehr, sehr interessant. Buenas tardes, señor. Uno jugo verde. Mit Kaktus. Jugo verde, Kaktus, Nopal. Apio. Nopal. Nopal. En Toronja. En Toronja, wow. Todo, sí, 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 sí. That's why you're so strong, right? That's why you're so strong. Ich bin wirklich bei den Mexikanern, die sind sowas von freundlich. Sie wollen richtig in die Kamera und so. Diese Freundlichkeit, was das mir so aufmacht, hier ist ja wirklich eine Lebensqualität. So, die Leute lachen in die Kamera. Ja, sehr, sehr geil, Leute. Ja. Können wir uns auch bei vielen mal eine Scheibe abschneiden. So, das ist wirklich sehr, sehr feier ich immer hier in Mexiko. Da sieht es mal wieder zubereitet. Wow, Senor. Wie fresh das ist. Sehr, 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 sehr gut. Wow, schon mal der erste hier für die Senora. Ah, muchas gracias, Senor. Ah, schon mal, die sind sehr, sehr freundlich. Man kann das ein bisschen abtrinken, ne? Und dann schenken die noch das andere auch noch bei euch ein. Probieren wir mal. Ich habe ja schon mal einen anderen auf meinem TikTok probiert, wie er schmeckt. Wow. Die sind auch überall verschieden, ne? Also hier schmeckt man wirklich den Nopales, den Kaktus raus. Den schmeckt man wirklich raus bei dem hier. Mal gucken, den letzten bisschen rein. Den anderen Sommer war ein bisschen besser, weil er ein bisschen süßer ist. Aber hier schmeckt man echt den Kaktus raus. Sehr, sehr, sehr gesund. Solltet ihr mal probieren. Wie gesagt, ist nicht zu süß. Deswegen perfekt für mich, weil wenn es zu süß ist, ist es nicht gut. Und ich würde sagen, das war's gewesen. Mucho gracias, Senor. Mucho gracias. Wir verlassen jetzt mal hier den Mercado La Cruz in Querétaro. Lasst gerne ein Like da. Abo wäre auch sehr, sehr nice. Wir können nochmal einen zweiten Teil machen mit anderen Stores. Es freut mich immer wieder, Mexiko zu zeigen. Wir können mal zum Auto gehen. Gleich. Dankeschön. Dankeschön. Ah, bitteschön. Sie können Deutsch? No. No, but you know, you speak a bit German, right? No. Das ist ja. Englisch. Ah, okay. Some words. Okay, bitteschön. 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 Die Mexikaner lieben Deutschland, ja. Muchas gracias, señora. Adios, adios. Sehr, 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 sehr gut. So, Leute, dann war es das jetzt auch. Wir gehen zum Auto und ich danke euch. Ja, die Sonne kommt raus. Wir gehen jetzt in die Stadt, machen nochmal einen zweiten Vlog für euch. In Querétaro, in der Altstadt. Aber der Laden ist sowas von geil hier. Man muss immer so aufpassen. So viele Leute hier. Wir verabschieden uns. Hasta la vega.